habe hier was vorbereitet auf den Kugel. Und ihr könnt hier ein Körbchen sehen mit Kuchen und Wein. Und einen Blumenstrauß und eine große Schere, soll ich es mal hochhalten, für die, die es nicht sehen. Und ich komme aus dem Weihnachtsland und wollte euch ein Märchen erzählen. Und vielleicht könnt ihr ja sogar schon erraten, welches Märchen das ist. Sagt es ruhig. Oh, ihr seid ja so. Mal auf. War einmal ein ganz liebes, süßes Mädchen, das jeder gern mochte. Und ganz besonders natürlich die Großmutter. Und das bekam von ihr ein Käppchen auf rotem Sand samt geschenkt. Und weil es dieses Käppchen immer auf hatte, nannte man es das Eines Tages kam die Mutter und sagte, ach, liebes Rotkäppchen, die Großmutter ist krank. Ach, bring ihr doch bitte etwas Kuchen und Wein, damit sie sich stärken kann und wieder gesund wird. Sagte das Rotkäppchen, aber natürlich, liebe Großmutter, das mache ich sehr gerne. Liebe Mama für die Großmutter, genau. Und dann wollte sie sich auf den Weg machen, aber die Mutter sagte noch, aber geh bitte nicht vom Wege ab. Geh immer schön geradeaus zu der Großmutter durch den Wald. Und laufe nicht an die Seite. Immer schön geradeaus auf den Weg. Sagte das Rotkäppchen. Aber das will ich wohl machen. Dann ging das Rotkäppchen mit seinem Körbchen los zur Großmutter. Lalalala. Durch den Wald. Und irgendwann kam der Wolf. Sprach das Rotkäppchen an. Und das Rotkäppchen wusste gar nicht, dass der Wolf ein böses Tier ist. Und er fragte, oh, Rotkäppchen, wo willst du denn hin? Ich will zur Großmutter. Und was hast du denn da in deinem Körbchen? Na, da habe ich Kuchen und Wein, weil die Großmutter ist krank. Der Fuchs, der Wolf wollte... Großmutter wohnt und da erzählt es das Rotkäppchen. Wann musst du hier durch den Wald noch eine Viertelstunde? Und unter den drei Eichenbäumen, da wohnt die Großmutter. Der Wolf dachte bei sich, oh, erst verschlinge ich die alte Großmutter. Dann gönne ich mir noch diesen jungen Bissen, das Rotkäppchen, und das verschlinge ich auch noch. Oh, das wird mir gut schmecken. Und sagte zum Rotkäppchen, ach, Rotkäppchen, willst du dir nicht vielleicht einen schönen Blumenstrauß für die Großmutter pflücken? Die wird sich sicherlich freuen über so schöne Blumen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Für die Großmutter ein schöner Blumenstrauß. Das werde ich wohl machen. Sie gehen los und pflücken den Blumenstrauß. Aber der böse Wolf ging natürlich schnurstracks zum Haus der Großmutter, ging dort hinein und traf dort die Großmutter. Die verschlang er mit einem Hack. Ham! Da war die Großmutter weg. Im Bauch vom Wolf. Dann zog er sich Großmutters Haube auf. Cool. Und dann zog er sich das Nachthemd an. Und legte sich ins Bett. Großmutter wartete auf das Rotkäppchen. Die kam natürlich viel später an, die hatte ja einen schönen Blumenstrauß gepflückt. Und kam rein und wunderte sich schon, warum die Tür offen steht. Was ist denn hier los? Wenn sie hier Wolf verkleidet war und fragte. Aber Großmutter, warum hast du denn so große Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Aber Großmutter, warum hast du denn so eine schrecklich große Nase? Damit ich die Namen besser riechen kann. Aber Großmutter, warum hast du denn so ein schrecklich letztlich großes Maul? Damit
einen dicken Bauch. Dort drin noch alle beide. Und die Großmutter. Oh, und so dick und vollgefressen wie er war, legte er sich ins Bettchen und schlief schön ein. Und schnarchte ganz laut, genau, dass die Wände nur so wackelten. Und genau, wer hörte das dann? Der Jäger. Und dachte so bei sich, oh, wer schnarcht denn hier so laut? Seit wann schnarcht denn die Großmutter so laut? Das kann doch nicht sein. Hier geht doch was nicht rechten Dingen zu. Ich werde mal nachschauen. Der ging zum Großmutters Haus und die Tür stand auf. Der ging hinein, sah dort den Wolf, wie der schlief. Und er wollte ihn schon mit seinem Gewehr erschießen, aber er dachte bei sich, vielleicht hat er ja die Großmutter gefressen. Dann holte er sich eine große Schere und schnitt den Wolfsbauch auf. Schnipp, schnapp, schnapp. Und wer schaute zuerst heraus? Das Rotkäppchen! Oh, wie war es aber dunkel hier in dem Wolfsbauch. Das war gar nicht schön. Oh. Dann schnitt er weiter. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Und wer kam dann hervor? Die liebe Großmutter. Oh, jetzt kann ich wieder ordentlich aufatmen. Dann holte das Rotkäppchen ganz geschwind große Steine und füllten sie in den Wolfsbauch. Dann versteckte sie sich. Als der böse Wolf erwachte und aufstehen wollte, da zogen ihn die schweren Steine so auf den Boden, dass er tot umfiel und nie wieder aufwachte. Oh, was freute sich da das Rotkäppchen? Es kam angelaufen und der Jäger und natürlich die Großmutter. Oh, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann noch heute. Genau. Das war die Geschichte für euch. Sehr schön. Ja, wie schon.